Systemisches Denken und Handeln. Was bedeutet systemisches Denken und Handeln? System an sich ist ja etwas, was gemeinsam funktioniert, wenn wir es ganz platt formulieren, ganz einfach formulieren. Ein System besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Denkt man an ein Auto, das ein System darstellt, das aus einem Motor besteht, aus der Karosse besteht, aus dem Reifen besteht und so weiter. Und System bedeutet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir handeln können oder wie wir uns verhalten können oder entsprechend auch denken können. Und System heißt, die Dinge haben nicht immer nur eine Ursache oder vielleicht mehrere Ursachen, sondern sie sind in Wirklichkeit, in ihrer Wirklichkeit von einer Vielheit der Möglichkeiten gekennzeichnet. Je nach Perspektive, je nach Position und je nach Richtung, in der wir uns befinden und die Dinge betrachten oder mit den Dingen umgehen. Das ist das Interessante an systemischen Perspektiven. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe vielleicht Schlafprobleme. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Thema, das auch sehr verbreitet ist. Menschen haben Schlafprobleme immer wieder. Es gibt Perioden mit starken Schlafproblemen, es gibt Perioden, da ist das nicht so sehr der Fall. Aber das kennt jeder. Also man schläft gut oder man schläft weniger gut. Und nehmen wir mal an, du hast gerade einen USA-Aufenthalt und in diesem USA-Aufenthalt fällt dir auf, dass du seitdem du angekommen bist und die Strapazen des Fluges überwunden hast, das geht in der Regel relativ schnell, dann ganz gut schläfst, erstaunlicherweise, oder dich ausgeschlafen fühlst. Das ist ja ein subjektiver Zustand, sich ausgeschlafen fühlen oder eben nicht. Kann das natürlich auch messen, aber nehmen wir mal an, wir belassen das bei dem Subjektiven. Und dann bemerkst du, dass du eigentlich nur so um die, sagen wir mal, 7 Stunden schläfst und dass der Schlaf aber anders ist, als du ihn in Deutschland kanntest. Und dann machst du wieder eine Reise und reist nach Mittelamerika und merkst, dass das anhaltend ist, dass du dich eigentlich immer ausgeschlafen fühlst und dass du überhaupt nicht mehr auf den Schlaf achtest, während in Deutschland, da wo du gelebt hast, das immer wieder ein Problem gewesen ist im Laufe der Zeiten. So, ein ganz einfaches Beispiel ist das. In der Art, dass du etwas verändert hast, also nach dem Grundsatz, nach einem systemischen Grundsatz, wenn etwas nicht funktioniert, dann tue das, was funktioniert. Beziehungsweise wechsle die Perspektive, das ist das Entscheidende, die Perspektive zu wechseln, den eigenen Standpunkt, die eigene Örtlichkeit, die Art von Arbeit, eine Beziehung zu Menschen erweitern. Zum Beispiel auch. Also wir haben oft Probleme dadurch, dass wir zu einseitig bezogen sind zu Menschen und dass wir dann dazu neigen, uns immer wieder zu involvieren in Probleme, in Konfliktsituationen und das dann schwierig wird und dann ist man eingefahren und es wird einseitig und dann gehst du in eine andere Gruppierung. Nehmen wir mal an, du gehst zu einem Verein einmal die Woche abends und das ist eine ganz andere Gruppe von Menschen. Du lernst ganz andere Menschen kennen als die du bisher kennst. Und von da an sind deine Probleme in der sozialen Interaktion mit den Betreffenden, also den problematischen Menschen, nicht mehr so vorhanden. Das heißt, also du siehst die Welt lockerer, du begreifst sie lockerer. Und systemisch bedeutet tatsächlich dieser vielfältige Standpunktwechsel, den wir immer wieder einnehmen können, um etwas zu überwinden, um tatsächlich Lösungen herbeizuführen. Es geht sehr stark um Lösungsorientiertheit, nach dem Motto tatsächlich, wenn etwas nicht funktioniert, dann tue etwas, was funktioniert. Und das bedeutet ja nicht, dass ich das Problem verdränge, an dem ich gescheitert bin oder das problematisch war und immer wieder konfliktgeladen war, sondern es bedeutet einfach, dass ich meinen Horizont erweitere. Also eigentlich in dem Sinne, dass ich unterwegs bin. Dass wir unterwegs sind und sagen, ich begnüge mich nicht nur mit der Einseitigkeit, mit der Gepflogenheit, mit der Habituation, immer wieder dem Gleichen ausgesetzt zu sein, sondern ich füge noch etwas hinzu. Und wenn meine Perspektive, wenn mein Horizont sich auf diese Art und Weise vergrößert und erweitert, dann werden Lösungen automatisch passieren und ich werde mich anders befinden. Das ist der Grund, warum es Menschen gibt, die immer wieder sagen,
Wenn etwas nicht funktioniert und ich scheitere in dem Beruf oder in dem Bezug, dann gehe ich woanders hin und dann fange ich irgendwo neu an. Das ist also diese amerikanische Siedlertechnik, wenn ich das mal so nenne, oder Siedlermentalität, die sagt, wenn wir hier gescheitert sind oder wenn es da schwierig wurde und es gibt sehr vielfältige Gründe, warum etwas schwieriger werden kann, dann ziehe ich einfach weiter. Ich ziehe weiter gen Westen, wenn man es jetzt auch wieder ganz platt formuliert in der Form. Also das Zirkuläre des systemischen Denkens, diese Kreisförmigkeit, die Dinge sind nicht ursachenorientiert, weil es viel zu einfach ist, weil es viel zu geometrisch, mathematisch ist, also in dem Sinne jetzt einer mathematischen Ursachenkonstellation, die ich konstruiere und sage, woher kommt es denn, dass es so ist? Und dann haben wir eben in den klassischen therapeutischen Schulen, wie jetzt der Tiefenpsychologie, diese Recherchearbeit zu sagen, wir gehen so weit zurück, wir erinnern uns so weit zurück, wir konstruieren das in der Erinnerung, bis es eben zu den vermeintlichen Ursachen gekommen ist, zu den vermeintlichen Traumatisierungen auch oder zu den Prägemustern, die wir als Menschen haben. Und da sagt die systemische Therapie ganz klar, das können wir nicht mehr vertreten. Ein Mensch ist nicht ursachenorientiert, sondern er hat vielfältige Möglichkeiten, in denen er sich bewegt. Und in den vielfältigen Möglichkeiten hat er sehr unterschiedliche Positionen, die vorhanden sind. Und in diesen Positionen bewegt er sich und die kann er verändern. Das ist das Interessante. Also, wenn du jetzt kurz an das Beispiel nochmal denkst, Schlafprobleme und Wechsel des Kontinents, und wir könnten das an anderen Beispielen festmachen und sagen, wenn jemand eine Problematik hat und sich daran nicht festfrisst und die örtlichen Bedingungen auch verändert, und dadurch automatisch sich seine Einstellung verändern oder vielleicht sogar die Sprache wechselt. Also an dem Beispiel USA haben wir auch gesehen, dass ich dann wahrscheinlich Englisch spreche und allein schon durch das Englisch sprechen etwas anderes in meinem Leben passiert, als das immer wieder Deutsch sprechen, also die Muttersprache zu sprechen. Das ist sehr interessant. Und natürlich können wir das global sehr ausweiten und sagen, es gibt alle möglichen Dinge, die wir erfahren können, die wir neu erfahren können. Also ich habe zum Beispiel ein Problem nehmen wir mal an, Menschen, die ein Bewegungsproblem haben, die sich nie bewegen und der Arzt sagt, sie müssen sich bewegen und der Physiotherapeut sagt, sie müssen sich bewegen, sie tun es aber nicht. Trotz bester Belehrung und Hinweise, die es gibt und Messparameter in der Medizin, das tun sie nicht. Und eines Tages machen sie eine Wanderung mit einer Gruppe von ganz anderen Menschen, die sie bisher nicht kannten. Und diese Wanderung ist die Initiierung dafür, dass sie von da an sich gerne bewegen. Also das Bewegen lieben und auch die Herausforderung der Bewegung lieben, nämlich die Anstrengung. Und Bewegung und Anstrengung gehören einfach zusammen. Und das Bewegen, die Anstrengung als Herausforderung und das Schaffen, also das dann wirklich Bewältigen, das ist so etwas ganz Entscheidendes. Und da braucht es einfach Umstände, die wir bei vielen Menschen bislang nicht beleuchtet haben, um zu sagen, sie müssen sich mehr bewegen, sonst. Und dann kommt dieser berühmte Zeigefinger und die Drohgebärde und das Angstmachen, gerade von medizinischer Seite her, zu sagen, wenn sie das nicht tun, dann gehen ihre Werte so und so hoch. Und das beeindruckt die Leute gar nicht. Im Gegenteil, es macht denen natürlich noch mehr Angst und es führt noch zu mehr Widerstand. Nach dem Motto, etwas, was einseitig ist, führt dann nicht zu einem Erfolg, sondern eigentlich zu einem Misserfolg. Und dann erlebt er, wie gesagt, eine Gruppe von tollen Menschen, geht mit denen wandern, und merkt natürlich, wie anstrengend das ist, wenn man sich aber gegenseitig hilft und sich gegenseitig beisteht, sich quasi gegenseitig zieht, im wahrsten Sinne des Wortes, auch einen Berg hochzieht. Und dann hat man das geschafft. Und der Mensch hat von da an vermerkt, ich kann etwas bewältigen, es ist sehr anstrengend, ich kann meinen Widerstand, den natürlichen Widerstand, überwinden und darauf kommt es an beim Bewegen. Und es gibt Menschen, mit denen ich zusammen bin und es gibt Landschaften und Naturen. Von da an entdeckt er Kassaden von Möglichkeiten, um damit umzugehen. Und von da an ist Bewegung in seinem Leben etabliert und die Problematik ist verschwunden. Also auch ein systemisches Beispiel. Immer wieder
neue Positionen zu finden, in dem zirkulären Rahmen, in dem kreisförmigen Rahmen, in der Relativität von Wirklichkeiten und von Wahrheiten, um das auch noch anzusprechen. Eine ganz wichtige Grundlage der Systemik oder der systemischen Denkweise ist der Konstruktivismus. Und der Konstruktivismus sagt, die Wirklichkeit eines Menschen ist immer eine relative Wirklichkeit. Es gibt per se keine absolute Wirklichkeit oder es gibt nur begrenzte Standards an Wirklichkeiten. Die relative Wirklichkeit bedeutet, jeder Mensch, jedes Individuum, jedes Subjekt, jedes Objekt in der Welt, alles, was vorhanden ist, hat eine eigene Position und dadurch eine eigene Sichtweise von etwas und damit eine eigene Bewertung und eine eigene Möglichkeit, die hier vorhanden ist und die eine entscheidende Rolle spielt, immer wieder. Und insofern sind Wirklichkeiten sehr relativ und sie sind tatsächlich sehr individuell bestimmt. Und das Individuelle wiederum kann ich verändern und ich kann da die Position ändern. Es gibt also keine allgemeinen Standards oder nur sehr begrenzte Standards von Sichtweisen, von Wahrheiten, von Positionen, die stimmen. Also etwas in der Art, dass auch Dinge divers sind, also dass sich durchaus aus einem problematischen Potenzial etwas sehr Konstruktives machen kann. Also jemand, der eigentlich negativ auffällt, dadurch, dass er meinetwegen redet, immer wieder reinredet oder sich immer wieder einmischt bei anderen Menschen und dadurch Probleme hat, beziehungsweise andere Menschen durch ihn Probleme bekommen, könnte durch seine starke Eloquenz, die er hat, etwas machen, wo das sehr gut ankommt, wo das sehr wichtig ist, zu reden und eine Ansprache zu haben und mit den Worten, den Sätzen umzugehen, mit seiner Sprache. Und dann findet er dann Potenzial und merkt tatsächlich, oh, das ist aber schön, daraus kann ich was machen, da bin ich jetzt endlich anerkannt und da funktioniert etwas und das kommt ihm in anderer Hinsicht dann wieder zugute. Viele mögen jetzt einwenden an der Stelle, das Systemische macht ja nur so etwas wie eine Abwehr. Das heißt also, es tut etwas, was funktioniert im Sinne jetzt der tiefenpsychologischen Abwehr, aber das führt auch dazu, dass die eigentlichen Probleme, die ein Mensch hat, die eigentlichen Konfliktladungen, die er immer wieder in sich beherbergt und die natürlich unterbewusst wirken, dann auch immer wieder entstehen und immer wieder zum Problem werden. Und das ist natürlich zu einem Teil der Fall. Also da kann man nicht weggucken. Das ist tatsächlich so, wenn das eingefleischt ist und sehr tief verankert ist, dann wird es durch so eine saloppe Vorgehensweise nicht unbedingt verschwinden, sondern da braucht es eben dann auch durchaus einen tiefen psychologischen Ansatz, meinetwegen. Aber wenn etwas funktioniert und wenn ein Mensch immer wieder erfährt, er ist wirksam, er ist anerkannt, das, was er tut, das, was er zu machen imstande ist, wenn er tatsächlich etwas tut, das Tun ist natürlich eine Voraussetzung, also etwas wirklich im konstruktiven Sinne zu machen, dann wird er durch das Positive, was er dadurch erfährt, automatisch und damit auch unterbewusst seine Probleme lösen, an denen er vormals immer wieder gescheitert ist. Das heißt also, seine Kompetenzen erweitern sich. Das ist der entscheidende Punkt in der systemischen Betrachtungsweise, die Erweiterung von Kompetenzen, von Potenzialen, von Möglichkeiten, von neuen Perspektiven. Es ist also dieser starke Perspektivenwechsel und die Auswahl einer Vielfalt, auf die man sich dann einlässt, um etwas zu tun. Damit kein Missverständnis entsteht, natürlich tue ich etwas in der systemischen Handlungsweise. Es geht nicht darum, dass da etwas Bequemes passiert und ich denke, da kommt ein Wunderheiler und der macht dann mal das Wunder und dann geht das automatisch. Es ist schon eine starke Bewegung und damit eben auch eine Herausforderung und Anstrengung, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, aber sie dann doch besser hinzubekommen als vormals in immer wieder dem gleichen Muster, an dem man auch gleichermaßen gescheitert ist. Diese Scheiternsfixiertheit wird ja sehr programmiert in tiefen psychologischen Denkweisen und sie ist ein Erkenntnisphänomen, das da ist, aber es ist natürlich begrenzt. Ich scheitere immer wieder an dem Gleichen und insofern, wenn ich etwas anderes tue, dann ergeben sich daraus neue Perspektiven und neue Möglichkeiten. Also wir sehen hier an der Stelle, das Systemische operiert tatsächlich sehr vielfältig.
und sehr unterschiedlich und in dem Sinne nicht mehr nur rein linear ursachenorientiert, sondern in einem zirkulären Rahmen. Vielleicht auch in der Art, dass kleinere Veränderungen größere Veränderungen nach sich ziehen. Also wenn ich etwas Bestimmtes tue und es auch so tue, dass ich es tatsächlich bewältigen kann, dass es möglich ist, das ist etwas, was man in der Verhaltenstherapie sehr lernen kann, Schritte zu gehen, einzelne Schritte zu gehen, die sich zusammenfügen zu einer Generalisierung und damit eben zu einer stärkeren Kompetenz, die man bekommt und Fertigkeit mit Dingen, Widrigkeiten des Lebens umzugehen, ist hier in der systemischen Therapie auch vorhanden. Also diese kleinen Dinge, die veränderbar sind und die erstaunlich gut funktionieren und wenn man dann dabei bleibt, tatsächlich Größeres mit sich zieht und Umfangreicheres mit sich zieht. Das ist in der systemischen Betrachtungsweise wichtig. Das mal so ein paar Gedanken zu systemischen Ansätzen.